Der Exporttag ist extrem wichtig für die Kärntner Unternehmer und Unternehmerinnen, und zwar sowohl für die, die schon exportieren, als auch für die, die sich mal anschauen wollen, ob es sich nicht doch lohnt. Zum einen ist den ganzen Tag möglich, mit den Außenhandelsdelegierten Einzelgespräche zu führen. Zum anderen gibt es in Fachverträgen ganz, ganz wertvolle Tipps für den richtigen und effektiven Markteintritt im Ausland. Naja, und dann runden wir das Ganze ab, indem wir zeigen, welche Unternehmen schon wirklich erfolgreich exportieren und das auch ein bisschen feiern im Rahmen unserer Gala und der Exportpreisverleihung. Mein Eindruck ist ein sehr positiver. Ich habe heute 2 Workshops besucht, Einkauf in Asien und Verkauf in Asien. Und da haben also die Leiter der Außenwirtschaftszentren von mehreren asiatischen Metropolen referiert. Und die sind alle sehr professionell, wobei ich sagen muss, in dem Bereich ist also die Wirtschaftskammer sehr gut organisiert weltweit. Wir machen 2 Dinge als Raiffeisenbank. Einerseits, wir begleiten unsere Kunden ins Ausland mit Finanzierungen, mit Exportabsicherungen, aber auch mit Exportförderungen, und wir betreuen sie vor Ort. Wir sind flächendeckend in Zentral- und Osteuropa vertreten, in den wesentlichen Handelszentren in Asien, aber auch an den Stützpunkten in den USA, und betreuen und bieten den Service vor Ort unseren Kunden an. Der Exportpreis ist die jährliche Würdigung der Kärntner Exportunternehmen. Wir haben jetzt 2500 Exportbetriebe in Kärnten, und wir vergeben heuer zum 3. Mal die Exportpreise in den Kategorien Dienstleistungsbetriebe, Kleinbetriebe, Mittelbetriebe und Großbetriebe. Ich denke, es ist einfach eine Anerkennung für die Betriebe, die hier tagtäglich wirklich ringen im globalen Wettbewerb und die Arbeitsplätze sichern. Und da ist es einfach ein schöner Tag, ein schönes Fest, ein schönes Beieinandersein, wo man sagt, okay, die Leute, die sich da besonders engagieren, die werden jetzt einmal ins Rampenlicht gestellt und können hier auch bei den diversen Veranstaltungen auch ein bisschen was lernen. Und ich denke, das ist eine schöne Anerkennung.